Ja, bitte? Ehrlich gesagt, ich finde dieses Ja, bitte ist eine ganz abscheuliche Angewohnheit. Man fragt sich, was steckt dahinter? Ist das Hochnäsigkeit? Also, Arroganz? Weil man sich zu fein ist, um zu sagen, wer man ist? Na komm, klar. Bloß weil das Telefon läutet. Oder ist es vielleicht ein schlechtes Gewissen? Oder weil man Angst hat? Wovor hast du Angst, Bruderherz? Etwa vor mir? Ach, das gibt's doch gar nicht. Bist du fertig? Ich weiß, lieber Peter, du hast absolut keine Zeit. Schon gar nicht für deinen lieben Bruder Klaus. Und es passt dir momentan sowieso nicht. Habe ich nicht recht? Hör mal, es passt mir jetzt wirklich nicht. Und zum Scherzen ist mir auch nicht zumute. Schenkst du mir eine Minute? Eine einzige Minute für deinen einzigen Bruder, ja? Eine Minute. Ich höre. Ja. Wie geht es dir? Du rufst mich doch nicht an, um dich nach meinem Befinden zu erkundigen. Verschwende nicht deine Zeit, was willst du? Ich würde mich aufrichtig freuen, wenn es dir großartig ginge. Wenn deine Laune fabelhaft wäre, deine Stimmung wunderbar und so weiter. Es würde mich in brüderlicher Verbundenheit von Herzen glücklich machen. Entweder du spinnst, bist besoffen oder willst schon wieder Geld. Wahrscheinlich alles zusammen. Was heißt hier schon wieder? Du hast 2000 von mir bekommen vor einem Monat. Lass mich mal schätzen, wie viel du jeden Monat ausgibst. Soll ich mal? Ja? Was hat das mit dir zu tun? Deine Minute ist gleich vorbei. Wozu brauche ich Geld, wenn ich so einen stinkreichen Bruder habe? Nein, nein. Ich will dir bloß was erzählen. Vielleicht freust du dich sogar darüber. Danke, mein Lieber, mir reicht's. Aber es ist sehr interessant. Du hast deine Minute gehabt? Bitte ruf mich vorläufig nicht nochmal an. Ich muss mich dringend um Wichtigeres kümmern. Ende. Blöder Idiot. Hier ist Peter. Oh, hallo, Schatz. Wann kommst du? Monika, wir können uns heute nicht sehen. Tut mir leid. Oh, schade, warum denn nicht? Du, ich bin schrecklich in Eile. Es ist was dazwischen gekommen. Ich glaube, ich erkläre dir das besser später. Nicht am Telefon. In aller Ruhe. Ich rufe dich morgen wieder an, ja? Ist was passiert? Wir sehen uns bald und dann sage ich dir alles. Bitte hab Geduld. Sei lieb und frag nicht weiter. Na gut, wie du meinst. Aber wenn du morgen nicht anrufst... Danke, oder? Schatz. Ich denke an dich. Küsschen. Ihr Böhm? Grüß dich, Mama. Peter, ich habe gerade an dich gedacht. Mama, geht's dir gut? Wenn man mit 60 morgens aufwacht und überhaupt keine Schmerzen hat, dann ist man tot. Als Ärztin kann ich das beurteilen. Ich habe dich mindestens 3 Wochen nicht gesehen. Es gibt eine schlimme Nachricht, Mama. Was? Ja, die Polizei hat mich angerufen. Vor einer halben Stunde. Ein Kriminalhauptkommissar Möller. Von der Mordkommission, nehme ich an. Mordkommission? Ja. Wegen Katrin. Was ist mit dir, Peter? Sie ist tot. Katrin? Das ist doch nicht möglich. Das ist amtlich, Mama. Ermordet? Das scheint noch nicht klar zu sein. Katrin, jedenfalls ist sie tot gefunden worden, sagt dieser Möller. In Wilsede. In eurem Wochenendhaus? Ja. Katrin war allein da für ein paar Tage. Sie wollte mal so richtig ausspannen. Totale Ruhe haben. Das hat sie mir gesagt. Danke. Dieser Kriminalhauptkommissar Möller hat mich gebeten, mit ihm in die Heide zu fahren nach Wilsede. Er holt mich gleich ab. Möchtest du, dass ich mitkomme? Ich meine als Ärztin. Nein, nein, ich glaube nicht, dass mir das helfen würde. Ich muss da durch, Mama. Vielen Dank. Übrigens hat mich Klaus vorhin angerufen. Weißt du zufällig, wo der ist? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist er wieder mal irgendwo unterwegs mit seinem Zelt. Hm. Vielleicht irgendwo am Meer, was weiß ich. Du kennst ihn doch. Oder vielleicht... In der Heide? Auch möglich. Was hat er denn gewollt? Ach, der redet doch bloß Unsinn. Ich hab's nicht begriffen. Vielleicht war ich auch nicht in der richtigen Verfassung. Ich hab aufgelegt. Du darfst deinen Bruder nicht ernst nehmen. Er ist verrückt, das habe ich dir ja schon immer gesagt. Es läutet, ich krieg Besuch.
Ich rufe dich wieder an. Bis bald, Mama. Mach's gut, mein Junge. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie Herr Mangold? Ja, Peter Mangold. Guten Tag, Möller, Kriminalpolizei. Wir haben vorhin telefoniert. Ein schönes Haus haben Sie. Möchten Sie reinkommen? Ja, gerne. Bitte sehr. Tut mir leid, dass ich Ihnen eine so traurige Nachricht geben musste. Wenn Sie sich wirklich imstande fühlen, jetzt gleich mit mir in die Heide zu fahren... Es wird schon gehen. Dann könnten wir uns vielleicht unterwegs über ein paar Punkte unterhalten. Sind ja immerhin 50 Kilometer bis Wilsede. Von mir aus können wir gleich losfahren. Ich hole mir nur noch schnell meine Jacke. Ja, bitte tun Sie das und bringen Sie die Schlüssel mit für Ihr Wochenendhaus. Schmidt. Hallo. Sind Sie alleine? Hier Gutschmidt. Und der liebe Mann ist gar nicht da? Oder etwa doch? Sagen Sie mir, wer Sie sind, sonst lege ich auf. Ich weiß natürlich, dass der liebe Peter nicht Ihr Mann ist. Aber Sie möchten ihn doch gern heiraten. Habe ich recht? Naja, besonders intelligent und gebildet ist er nicht. Vielleicht ein bisschen beschränkt und primitiv, oder? Aber dafür ist er irgendwie gerissen, was? Irgendwie listig. Einer schon hinterlistig. Ja, und außerdem sieht er ganz niedlich aus mit seinem Blondschopf und den blauen Äuglein. Und immer hübsch braun gebrannt. Jeden Tag eine halbe Stunde Höhensonne. Doch bestimmt komplett am ganzen Körper. Hm? Aber das wissen Sie ja viel besser als ich. Ne? Ist das alles? Das Wichtigste kommt noch. Knallreich ist er, der liebe Peter. Da er das viele, viele Geld geerbt hat von der guten Gundula, seitdem hat er für alle Zeiten ausgesorgt. Tja, wer möchte so einen braun gebrannten reichen Mann nicht gern heiraten? Wenn da nicht noch die böse, böse Katrin wäre. Wissen Sie was? Sie sind widerlich. Warten Sie ab. Ich kann Ihnen was verraten. Die böse, böse Katrin, die ist weg vom Fenster. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wo sie ist. Vielleicht im Himmel oder vielleicht doch in der Hölle. Auf jeden Fall... Ja? Auf jeden Fall ist sie tot. Mausetot. Das wissen Sie genau? Vielleicht weiß ich sogar, wer sie umgebracht hat. Ich glaube, Sie sind verrückt. Wer hat sie umgebracht? Sie vielleicht. Oder vielleicht der Peter. Scheidung. Das ist doch viel zu teuer heutzutage. Mord ist billiger. Eine Kugel, ein Strick. Oder vielleicht ein Lastwagenfahrer. Aber mal was anderes. Glauben Sie wirklich, der liebe Peter, der heiratet Sie jetzt? So richtig mit Standesamt und Trauschein? Überlegen Sie doch mal. Der Peter, der hat Geld wie Heu. Die Katrin, die ist ja jetzt los. Der ist frei, der kann machen, was er will. Wozu soll der denn noch wieder heiraten? Da wäre er doch blöd, oder? Warum erzählen Sie mir das alles? Vielleicht bin ich ein Lastwagenfahrer. Wie meinen Sie das? Noch nie gehört, dass jemand unter einen Lastwagen gekommen ist? Naja, oder sowas Ähnliches. Gibt ja enorm viele Möglichkeiten. Hat aber vielleicht noch einen kleinen Haken. Was reden Sie da bloß? Ist doch ganz klar. Der Lastwagenfahrer, der weiß genau, wie der sogenannte Unfall passiert ist. Und er weiß natürlich auch, wer ihn dafür gefüttert hat. Und wenn er weiß, der hat noch viel mehr von dem Futter, na, da kann der ganz schön Appetit kriegen. Ich glaube, ich habe Ihre Stimme schon mal gehört. Vielleicht rufe ich mal wieder an, ja? Ist nicht mehr weit, Herr Möller. Gleich hinter Wilsede links ab. Sind Sie oft hier?
Ach, ganz unregelmäßig. Ich habe das Häuschen vor 2 Jahren gekauft von einem Bekannten. Dem hat das Klima hier nicht gepasst. Aber ich bin leider viel zu selten hier. Meine Frau, die war öfter draußen als ich. Der hat's gefallen in der Heide. Sie hat Bilder gemalt, nur so als Hobby. Besonders Heidebilder. Für sie war das genau richtig hier. Vorigen Montag ist sie wieder rausgefahren. Alleine? Ja. Sie hat das gern gehabt. Die Einsamkeit, die Stille. Früher, da war sie anders. Auf jeder Party war sie Mittelpunkt. Die hat sich unheimlich verändert. Wie lange sind Sie verheiratet? Fast 4 Jahre. Ich habe gehört, vor 6 Jahren ist Ihre erste Frau gestorben. Ja, Gundula. Ganz plötzlich, Herzschlag. Da haben Sie Katrin schon gekannt? Gekannt, ja. Und wie ging Ihre zweite Ehe in letzter Zeit? Normal. Naja, wie bei den meisten, was soll man da weiter sagen? Sind Sie verheiratet? Wir müssen gleich abbiegen. Da vorne links, sehen Sie? Ist klar. Bloß noch 500 Meter. Da fällt mir gerade was ein. Ja? Mein Bruder Klaus, der fährt auch öfter in die Heide. In Ihr Wochenendhaus? Nee, dahin bestimmt nicht. Ist eine ganz komische Type, der Klaus. Fährt mit einem Zelt. Ganz allein. Naja, was anders kann der sich auch gar nicht leisten. Zeltet am liebsten im Totengrund. Ist überhaupt nicht erlaubt, glaube ich. Kennen Sie den Totengrund? Ja. Das ist ganz in der Nähe. Weiß denn Ihr Bruder, dass Sie hier ein Wochenendhaus haben? Das schon, aber mit dem habe ich nichts am Hut, verstehen Sie? Der besucht mich bloß, wenn er Geld braucht. Und ich gebe ihm sogar was. Bloß, damit er wieder verschwindet. Hat's nie zu was gebracht, der Klaus. Taugt nichts. Hat sich noch nie für irgendwas angestrengt. Halten Sie doch mal. Sehen Sie das kleine weiße Haus? Da vorne rechts? Da steht der Mann am Zaun. Wissen Sie, wer das ist? Ihr Bruder Klaus. Toll. Wie kommen Sie da drauf? Man kann ja mal richtig raten. Echt? Na, dann wollen wir mal. Ihr Böhm? Birgit Wetting. Spreche ich mit der Ärztin Dr. Renate Böhm? Das bin ich. Sagten Sie Wetting? Ja. Mein Sohn Peter war mit einer verwitweten Gundula Wetting verheiratet. Die hatte aus ihrer ersten Ehe eine Tochter. Ich weiß nicht mehr, ob sie Birgit hieß. Ich habe sie nie kennengelernt. Die Tochter bin ich. Und ich möchte mit Ihnen reden. Na schön. Ich höre. Oh. Nicht am Telefon. Ich bin gerade aus München angekommen. Da wohne ich. Nur um mit mir zu reden? Es betrifft Ihren Sohn Peter. Und es ist sehr dringend. Wann passt es Ihnen? Peter? Also gut, wenn es unbedingt sein muss, besuchen Sie mich. In einer Stunde? Ich werde pünktlich sein. Ich kenne Ihre Adresse. Danke. Bitte? Was ist mit den Fotos? Sind die komplett? Alles bestens erledigt, Herr Hauptkommissar. Dass mir alle Spuren gesichert sind? Ja, alles in Ordnung. Schön. Dann kann die Leiche jetzt ins Gerichtsmedizinische Institut. Der Doktor kann ja mitfahren. Und das Auto mit dem Schlauch, das kommt zum Landeskriminalamt. Sie sollen jeden Millimeter unter die Lupe nehmen, ist das klar? Sie können sich ganz fest auf mich verlassen, Herr Hauptkommissar. Ja, das habe ich schon öfters gehört. Ist noch was, Herr Kollege? Ja, ich bin schon draußen, Herr Hauptkommissar. Setzen wir uns, meine Herren.
Klaus Mangold, wie war denn das nun? Naja, viel war da gar nicht. Ich bin mit dem Zelt ganz in der Nähe, im Totengrund, und wollte bloß mal sehen, ob jemand da ist. Vielleicht mein Bruder Peter oder meine Schwägerin Katrin. Ich habe das Auto gesehen, neben dem Haus, der Motor ist gelaufen, im Leerlauf. Ich bin rein durch die Pforte. Ja, und dann habe ich auf einmal den Schlauch gesehen, am Auspuff. Und die Katrin, die hat da drin so halb gesessen und halb gelegen, auf dem Fahrersitz. Ich habe schnell den Motor abgestellt, bin ins Haus und habe die 110 angerufen. Die Haustür, die war ja offen. Und Telefon ist da. Naja, mehr kann ich nicht sagen. Die Polizei ist nämlich ziemlich schnell da gewesen. Sonst haben Sie keinen Menschen gesehen? Nicht, dass ich wüsste, Herr Möller. Seit wann sind Sie mit Ihrem Zelt im Totengrund? Gehen Sie ruhig ran, Herr Mangold. Sie sind ja hier der Hausherr. Peter Mangold? Oh, Peter, wie gut, dass du da bist. Monika, ja, was gibt's? Ein Mann hat mich angerufen. Er hat nicht gesagt, wer er ist. Er hat gesagt, Katrin ist tot. Ja, die Polizei ist hier, ja. Ich rufe dich später an. Es war doch bestimmt... Sie hat sich selbst umgebracht, ja. Monika, jetzt... Sie ist an ihrem eigenen Gift erstickt. Sie war böse und gemein, die feine Dame mit den Heidebildern. Sie hat immer bloß dein Geld gewollt. Jetzt hat sie gekriegt, was sie verdient hat. Ich bitte dich, Monika. Mach dir keine Sorgen, Peter. Ich halte zu dir. Sei froh, dass wir sie los sind. Weißt du was? Ich sage dir doch, die Polizei ist... Ich will mir ihre Beerdigung ansehen. Ich will es genießen, dass es aus ist mit ihr. Ja. Wir müssen Schluss machen. Ich warte auf dich, Peter. Ciao. Eine Bekannte, Sie hatte einen anonymen Anruf. Bekannte? Na sowas. Das war doch Monika. Ich glaube, Herr Möller wollte noch irgendwas fragen. Wer ist denn Monika? Monika Gutschmidt, Hamburg-Roten Baum, Heimhuder Allee 78. Du weißt ja prima Bescheid. Na klar, ist ja vielleicht meine nächste Schwägerin, nicht? Was? Oh, da habe ich mich wohl verplappert. Ach, vielleicht wird ja auch gar nichts draus. Wer weiß denn das so genau? Tut mir leid, Brüderchen, wenn ich was verraten haben sollte. Du bist und bleibst der saublödeste Hund, den ich kenne. Ich kann Ihnen das selbstverständlich genau erklären, Herr Möller. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Vielleicht darf ich mir einen Vorschlag machen, meine Herren. Wir setzen uns jetzt alle drei in mein Auto. Zuerst fahren wir zum Totengrund. Ich möchte mir nämlich mal gerne das Zelt ansehen. Dann fahren Herr Peter Mangold und ich zurück nach Hamburg. Und unterwegs unterhalten wir uns weiter. Einverstanden? Nehmen Sie Platz, Frau Wetting. Danke. Darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten? Nein, danke. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein Mann, der ein Millionenvermögen geerbt hatte. Robert Wetting. Dieser Mann verliebte sich in eine hübsche kleine Blumenverkäuferin. Es gab eine Märchenhochzeit. Die beiden bekamen eine Tochter und lebten glücklich miteinander. Als die Tochter 17 war, starb der Mann. Er hinterließ ein großes Vermögen. Die Tochter kam in ein vornehmes Schweizer Internat, als ihre Mutter ein Jahr später eine neue Ehe einging. Ihr zweiter Mann war 8 Jahre jünger als sie und besaß nicht viel mehr als einen braun gebrannten Körper. Er hat es einfach nur auf ihre Millionen abgesehen. Und als er es geschafft hatte, dass sie ein Testament zu seinen Gunsten machte... Einen Augenblick bitte! Ich glaube nicht, dass Ihre Geschichte mich interessiert. Sie werden sie sich trotzdem anhören müssen. Das dürfte doch wohl meine Sache sein. Oh nein. Eine Pistole? Sie ist mit 6 Patronen geladen. Wollen Sie mich erschießen? Ich wüsste gerne, ob Ihnen meine Geschichte bekannt vorkommt. Sie klingt wie ein Märchen. Aber sie ist wahr. Ihr Sohn hat meine Mutter umgebracht. Gundula? Nachdem sie ihn als Erbin eingesetzt hatte. Ein Jahr nach der Heirat. Er hat sie vergiftet. Vor 4 Jahren an einem Novemberabend in ihrer Wohnung. Er hat einen Arzt gerufen und der hat den Totenschein ausgeschrieben. Herzversagen. Ganz einfach Herzversagen.
Ich habe den Totenschein letzte Woche zum ersten Mal gesehen. Und dabei ist mir etwas aufgefallen. Das hat in mir den Verdacht bestätigt, den ich schon lange gehabt habe. Ach ja? Es war ein weiblicher Arzt. Eine Ärztin. Die Mutter des Mörders. Dr. Renate Böhm. Das ist gar nicht weiter aufgefallen, weil sie nämlich nach ihrer Scheidung ihren Mädchennamen wieder angenommen hatte. Böhm. Niemand ist darauf gekommen, dass der Ehemann der Toten ihr Sohn war. Peter Mangold. Und niemand außer der Ärztin konnte erkennen, dass es Gift war. Und kein Herzversagen. Was haben Sie jetzt vor? Gerechtigkeit will ich. Weiter nichts. Sie geben es zu? Wenn ich richtig rechne, sind Sie jetzt 23. Weichen Sie mir nicht aus. Haben Sie das Gift beschafft? Sagen Sie mir die Wahrheit. Sind Sie eine Mörderin? Nehmen Sie erstmal die Pistole weg. Ich habe nichts mit Ihrer Giftgeschichte zu tun. Sie haben einen falschen Totenschein ausgestellt. Das hätten Sie niemals machen dürfen. Bald nach dem Tod meiner Mutter hat Ihr Sohn wieder geheiratet. Katrin. Das war seine Geliebte schon lange, bevor meine Mutter gestorben ist. Ich hatte einen Telefonanruf. Anonym. Der Anrufer hat mir gesagt, dass Katrin tot ist. Ich habe mich erkundigt. Und es stimmt. Sie ist tot, seit gestern. Soviel ich weiß, hat Katrin wahrscheinlich Selbstmord begangen. So. Meinen Sie? Ja. Haben Sie diesmal auch den Totenschein ausgestellt? Sie wissen doch bestimmt, dass Ihr Sohn wieder eine Geliebte hat. Ich weiß es jedenfalls. Sie heißt Monika Gutschmidt. Hören Sie, Frau Dr. Böhm. Wenn Sie ein Gewissen haben, dann sagen Sie mir die Wahrheit. Oder haben Mütter vielleicht kein Gewissen, wenn es um ihre Söhne geht? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Mein Rechtsanwalt hat die Exhumierung der Leiche meiner Mutter beantragt. Ich werde nicht locker lassen, bis der Mord an meiner Mutter bestraft ist. Ich habe verstanden. Bitte verlassen Sie jetzt meine Wohnung. Hier ist meine Visitenkarte. Sie können mich jederzeit anrufen, Tag und Nacht. Wir sprechen uns noch. Da bin ich ganz sicher. Von der Kriminalpolizei sind Sie? Richtig, Frau Gutschmidt. Ich habe gehört, Sie sind mit Herrn Peter Mangold befreundet. Stimmt. Das ist mein Schatz. Vielleicht gefällt es Ihnen noch besser, wenn ich sage, ich bin seine Geliebte. Das wollen Sie doch gerne wissen, nicht? Kennen Sie seine Frau? Katrin Mangold. Oh ja. Ich kann sie nicht aufstehen. Wann haben Sie sie denn zuletzt gesehen? Vorgestern. Ich habe sie besucht in ihrem Wochenendhaus in Wilsede. Vormittags. Hab mir in der Firma extra freigenommen. Einen Tag vor ihrem Tod. Ich habe ihr gesagt, Peter gehört jetzt mir. Und dass er sie endgültig satt hat. Ich habe sie gefragt, wie viel Geld sie verlangt. Für die Scheidung. Offene Worte. Irgendwas dagegen? Was hat sie denn geantwortet? Zuerst hat sie bloß gelacht. Ganz laut. Dann hat sie mir eine geknallt und gesagt, ich wäre nichts weiter als ein mieses kleines Luder und ich soll Leine ziehen, für immer. Na ja. Und dann habe ich den Brief rausgeholt, den Peter mir neulich geschickt hat, als er mit einem Freund in Amerika Haifische gefangen hat. Ach, das macht er öfter. Da hat er Spaß dran. In dem Brief steht allerhand drin, dass er schon mit dem Rechtsanwalt telefoniert hat wegen seiner Scheidung und so. Wollen Sie den Brief sehen? Ja. Warten Sie mal. Hier, den habe ich nämlich immer bei mir. Kann ich den mal mitnehmen? Sie kriegen ihn bestimmt wieder, garantiert. Ja, gut, von mir aus. Ich sag Ihnen, die hat vielleicht einen hysterischen Anfall gekriegt. Die ist total ausgeflippt. Bloß noch geschrien hat die. Ehrlich, ich
Ich habe gedacht, die bringt mich um. Ich bin bloß noch abgehauen, rein in meine Kutsche und weg mit Vollgas. Hat Ihr Freund Peter Mangold das gewusst? Dass ich die besucht habe? Nee, das habe ich ihm nicht erzählt. Und Ihnen hätte ich es vielleicht auch lieber gar nicht gesagt. Jetzt, wo sie tot ist. Aber dann habe ich mir gedacht, vielleicht findet die Krippe noch Fingerabdrücke von mir. Naja, da sage ich Ihnen lieber gleich die Wahrheit. Und gestern? Was haben Sie da gemacht, Frau Gutschmidt? Ich war um 8:30 im Büro. Hab den ganzen Tag gearbeitet. Bei Luckmann und Winter. Kennen Sie die Firma? Nein, aber das macht nichts. Hauptsache, ich habe ein Alibi. Das meinen Sie doch, oder? Ihr Böhm? Hallo, Mama. Peter? Nein, Klaus. Ich habe lange nicht mit dir gesprochen. Allerdings. Das letzte Mal hast du zu mir gesagt, von dir aus soll ich mich zum Mond schießen lassen. Was willst du? Ich möchte gerne wissen, ob es stimmt, dass ich dein Sohn bin. Wie bitte? Oder habe ich vielleicht nicht denselben Vater wie Peter? Vielleicht hast du einfach mal eine schwache Stunde gehabt. Bitte hör auf mit diesen unverschämten Witzen. Ich bin nicht in der Stimmung, mir sowas anzuhören. Nein, nein, das sind keine Witze. Ich bin für dich doch immer bloß der dumme kleine Klaus gewesen, der zu nichts was taugt und mit dem man sowieso nichts wie Ärger hat. Ich hab das alles noch ganz genau im Ohr. Ja, dein Bruder Peter, an dem solltest du dir ein Beispiel nehmen, wie lieb und nett und vernünftig und tüchtig der ist. Ja, der Peter, der weiß, wo es lang geht und so weiter und so weiter. Ich war für dich immer bloß eine Niete. Da muss doch irgendwas dahinter stecken. Kannst du mir das nicht endlich mal erklären, Mama? Das ist wieder mal typisch. Jetzt willst du mich dafür verantwortlich machen, dass aus dir nichts geworden ist. Fass dich an deine eigene Nase und lass mich damit in Ruhe. Ich habe schon genug Sorgen. Ja, das kenne ich. Du hast andere Sorgen. Ich soll dich in Ruhe lassen. Oh ja, so ist das immer gewesen. Aber für deinen Augenstern, für Peter, für den hast du immer Zeit gehabt. Ich möchte dir nicht antworten. Wie den letzten Dreck behandelt er mich, dein großartiger Liebling. Von seinem Riesenhaufen Kies schmeißt er mir mal ein paar lächerliche Krümel hin, als ob ich irgend so ein Bettler wäre. Dabei ist er ja selber nichts weiter als ein mieser kleiner Ganove. Ich höre mir deine Frechheiten nicht länger an. Schluss damit! Hey, das ist noch nicht alles. Na, warte. Wer ist da bitte? Das eine lass dir gesagt sein. Mit meinem Bruder Peter. Mit dem wird jetzt abgerechnet. Ich lasse eine Bombe platzen und was für eine. Das macht ihn fertig für alle Zeiten. Verlass dich drauf. Ende der Durchsage. Total übergeschnappt. Peter Mangold? Ich bin's. Ich muss dich sprechen. Ja, Mama? Nicht am Telefon. Kann ich zu dir kommen, jetzt sofort? Natürlich, Mama, wenn es so wichtig ist. Ja, ich denke, es ist sehr wichtig. Bis gleich. Herein. Herein. Nanu, Herr Mangold. Ja. Das ist eine Überraschung. Ich denke, Sie zelten in der Lüneburger Heide, im Totengrund. Na, dann setzen Sie sich mal. Danke, Herr Kommissar. Ich bin zwar gerade beim Aktenlesen. Ja, Sie haben wahrscheinlich überhaupt keine Zeit. Aber glauben Sie mir, ich habe was für Sie. Es ist bestimmt viel interessanter als Ihre Akte. Warten wir es ab. Sie wissen ja, dass ich ein ziemlich armer Schlucker bin. Ja. Ich gebe ja auch zu, viel ist mit mir nicht los. Erstens bin ich immer ein fauler Hund gewesen. Ich liege gerne in der Sonne. Von mir aus auch im Schatten.
Und am liebsten mit dem anständigen Schnaps in Reichweite. Schwarze Schaf der Familie. Naja, momentan bin ich aber garantiert unheimlich nüchtern. Herr Mangold. Ja, ja, ich komme gleich zur Sache. Wie gesagt, ich bin ein armer Schlucker. Dafür habe ich einen Bruder, dem kommen die 1000 Markscheine schon aus beiden Ohren raus. Und einfach alles bloß geerbt. Weiß der Teufel, wieso Gundula damals so schnell abgekratzt ist? Seine erste Frau. Da hat mein Bruder Peter verdammt großes Schwein gehabt, was? Tja, so ist das nun mal auf dieser Welt. Der eine hat Pech, der andere hat Glück. Sagen Sie mal ehrlich, ist das Gerechtigkeit? Herr Mangold. Also, wenn Sie wissen wollen, was mit Katrin passiert ist, müssen Sie schon ein bisschen Geduld haben. Sie meinen Katrin Mangold? Richtig. Die Frau Ihres Bruders. Machen wir es kurz. Ja. Es ist heute genau eine Woche her. Da ist auf einmal mein Bruder aufgekreuzt. Bei meinem Zelt in der Heide. Er hat gesagt, er hat was für mich. Wir haben uns reingesetzt in mein Zelt. Peter hat aus seinem Aktenkoffer einen ziemlich großen, dicken Briefumschlag rausgeholt und hat gesagt, da sind 50 große Braune drin. Verstehen Sie? 50.000 Mark. Ja. Und dann hat er noch eine Plastiktüte dabei gehabt. Da war ein langer Schlauch drin. Den hat er mir gezeigt. Ich glaube, ich habe erst mal ziemlich doof geglotzt, weil ich überhaupt nicht kapiert habe, worum es geht. Zuletzt hat er mir dann noch eine kleine Flasche gegeben. Schnaps? Nee, Patopax. 30 Tropfen und Sie sind im Polizistenhimmel. Fällt der Groschen? Erzählen Sie weiter. Mein Bruder hat mir alles genau erklärt, was ich machen muss. Und er hat gesagt, die 50 Mille, die kriege ich, wenn ich alles richtig mache. Nach Katrins Beerdigung. Sie haben Katrin Mangold getötet? Mein Bruder hat so lange geredet, bis ich reif war. Überlegen Sie mal. 50 Mille. Das ist für mich ein Riesenvermögen. Glauben Sie mir, tut mir verdammt leid heute. Ich sehe immer Katrin. Ihr Gesicht, es verfolgt mich. Und darum bin ich jetzt hier und packe aus. Wissen Sie die Telefonnummer von Ihrem Bruder? 245-005. 245-005. Danke. Wer kann das sein? Keine Ahnung. Birgit? Oder vielleicht Klaus? Lass mich rangehen. Ja, bitte. Möller, Kriminalpolizei. Ich hätte gerne Herrn Peter Mangold. Hier Böhm. Ah ja, Frau Dr. Böhm. Guten Tag. Ist Ihr Sohn wohl zu Hause? Augenblick, bitte. Polizei. Für dich. Ja, hier Mangold. Herr Mangold. Würde es Ihnen etwas ausmachen, sofort zu mir ins Präsidium zu kommen? Zimmer 510. Wenn ich Ihnen damit behilflich sein kann? Ja, bitte. Vielleicht könnten Sie auch Ihre Frau Mutter mitbringen. Für alle Fälle. Ja, ich denke, das wird gehen. Danke, Herr Mangold. Herr Möller erwartet uns. Sofort. Also, gehen wir. Ich möchte dir noch was sagen, Peter. Ja, du sollst mir nicht antworten. Du sollst nur etwas wissen. Damals, als Gundala gestorben ist und du mich gerufen hast... Mama, das ist doch längst... Bitte sei still. Ich habe den Totenschein ausgestellt, Herzversagen. Aber sie ist vergiftet worden. Das war für mich ganz klar. Mama. Ich habe geschwiegen und ich werde schweigen. Was ich denke, das ist eine Sache für sich. Das muss ich mit mir selbst abmachen. Ich bin deine Mutter. Ich weiß nichts und ich sage auch nichts. Basta. Hör mal zu. Der Fall ist für mich endgültig erledigt. Herr Möller erwartet uns. So ganz komme ich da noch nicht mit, Herr Mangold. Warum? Sie sagen, Sie haben Frau Mangold das Gift in den Wacholder-Schnaps praktiziert, den Sie mit ihr getrunken haben. Gut. Dann haben Sie Frau Mangold ins Auto gesetzt, als sie bewusstlos war. Sie haben den Schlauch am Auspuff angebracht, haben den Motor angelassen und später haben Sie dann selbst die Polizei angerufen. Warum denn das? Naja, mein Bruder hat gemeint,
wenn ich die Polizei anrufe, kommt keiner so leicht auf die Idee, dass ich die Katrin selbst umgebracht habe. Sollte ja auch aussehen wie Selbstmord, nicht? Das Glas mit dem Wacholderschnaps und die Schnapsflasche und die kleine Giftflasche, das sollte ja eigentlich alles mit ins Auto. Aber vor lauter Aufregung habe ich das Glas und die Schnapsflasche im Haus vergessen. Und die Flasche mit dem Gift, die habe ich in die Hosentasche gesteckt. Ich habe sie mitgebracht. Da. Wie heißt das Zeug? Steht drauf. Patopax. Die Ärzte haben bei Frau Mangold Gift festgestellt. Allerdings haben sie noch nicht so genau rausgekriegt, was für welches. Herr Mangold, Sie sind sich wohl darüber klar, dass wir Sie verhaften müssen. Ich hab's bloß wegen meinem Bruder gemacht. Ich hab doch überhaupt kein Interesse gehabt, die Katrin umzubringen. Bloß wegen dem Geld von meinem Bruder. Als Werkzeug, verstehen Sie? Ich hab mal gehört, in dem Fall ist es bei mir bloß Beihilfe. Das muss wohl das Gericht entscheiden, aber Beihilfe zum Mord ist ja nun auch kein Pappenstiel. Wenn Sie dabei gewesen wären, wie mein Bruder mich bequatscht hat. Ich kann Ihnen sagen, Herr Kommissar... Herein. Guten Tag. Bitte, Frau Dr. Böhm und Herr Mangold, nehmen Sie doch Platz. Danke. Katrin Mangold ist vergiftet worden. Wir haben vergeblich nach dem Gift gesucht, zum Beispiel vielleicht eine Flasche oder ein Tablettenröhrchen. Fehlanzeige. Also war es Mord? Ihr Sohn Klaus hat gerade ein Geständnis abgelegt. Du hundsgemeines Schwein. Warum hast du das gemacht? Katrin hat dir nichts getan. Warum hast du sie umgebracht? Weil sie ihm 50.000 Mark dafür versprochen haben. Zahlbar nach der Beerdigung. Sowas von Gemeinheit gibt's doch gar nicht. Das glaubt doch kein Mensch, oder glauben Sie ihm das vielleicht? Das da ist die Giftflasche, die Sie ihm gegeben haben. Die habe ich von Ihrem Bruder, Patopax. Und den Schlauch für das Auto, den hast du auch gleich mitgebracht. Hat genau gepasst. Alles prima organisiert von dir. Aber ich spiele nicht mehr mit. Du bist erledigt, Brüderchen. Aus und vorbei. Du verdammtes Schwein, du. Ich brech dir alle Knochen. Halt! Sofort aufhören. Loslassen! Hören Sie auf damit. Sie sollen sich hinsetzen. Könnt ihr nicht wenigstens ein bisschen Rücksicht auf eure Mutter nehmen? Was wollen Sie tun, Herr Möller? Ihre beiden Söhne einsperren. Wegen Mordverdacht. Klaus lügt. Er hat das Gift nicht von Peter bekommen. Peter hat nichts damit zu tun. Ach nein, der liebe Peter. Halt den Mund! Herr Möller, Klaus ist bei mir gewesen. Er hat mir erklärt, er erträgt sein verpfuschtes Leben nicht mehr länger. 2 Stunden lang hat er gebettelt und gewinselt. Ich soll ihm etwas geben, damit er ohne große Quälerei Schluss machen kann. Sonst passiert irgendein schreckliches Unglück. Ich kann gar nicht beschreiben, wie herzzerreißend er geweint und gejammert hat. Natürlich hätte ich ihm das Patopax nicht geben dürfen. Jetzt weiß ich, wofür er es haben wollte. Kein Wort davon ist wahr. Du hast immer schon gemeint, du wirst ungerecht behandelt. Das hat sich jahrelang bei dir aufgestaut, von Kindheit an. Und jetzt versuchst du dich zu rächen und willst Peter vernichten. Das erzählst du doch alles bloß, weil du Peter retten willst. Aber diesmal schaffst du es nicht. Ich bring ihn hinter Gitter. Lebenslänglich. Möller? Hier ist ein Anruf für Sie aus München, eine Frau Wetting. Stellen Sie durch, bitte. Hier Möller. Birgit Wetting, sagt Ihnen das etwas? Oh ja, Sie sind die Tochter von Gundula Mangold, verwitwete Wetting. Ihre Mutter war in zweiter Ehe mit Peter Mangold verheiratet. Sie wohnen in München. Ja. Wir haben das Grab Ihrer Mutter öffnen lassen. Sie haben ja den Antrag gestellt. Der Untersuchungsbericht liegt auf meinem Schreibtisch. Soll ich Ihnen das Ergebnis durchgeben? Ja. Ich habe allerdings Besuch hier, Frau Dr. Renate Böhm und ihre beiden Söhne. Ich möchte, dass Sie es auch gleich erfahren. Ich kann den Mithörlautsprecher einschalten. Ja, bitte. Ihre Mutter ist nicht durch Herzversagen gestorben, Frau Wetting. Man hat sie vergiftet. Sie haben recht gehabt. Ich bin vor einer halben Stunde aus Hamburg wiedergekommen. Ich war bei Frau Dr. Böhm. Hier in München habe ich einen Brief in meinem Briefkasten gefunden. Er ist an dem Tag abgestempelt worden, an dem Katrin Mangold gestorben ist. Ich möchte Ihnen den Brief vorlesen. Gut, wir hören Sie. Einen Moment. Liebe Birgit Wetting, ich habe Ihre Mutter getötet. Vor 4 Jahren.
Das Gift habe ich mir unter einem Vorwand von einer Freundin beschafft, die in einer Apotheke gearbeitet hat. Ich habe es ganz allein getan. Niemand sonst hat etwas damit zu tun gehabt. Ich wollte Peter nur für mich haben und auch all das Geld, das gebe ich zu. Jetzt hat Peter eine andere. Es ist endgültig aus mit uns. Alles hat jetzt keinen Sinn mehr. Sie sollen die Wahrheit wissen. Ich bin eine Mörderin. Ich will nicht länger damit leben. Mord kann tödlich sein, auch für den Mörder. Katrin Mangold. Bitte, bringen Sie den Brief in München zur Polizei. Die sollen ihn mir schicken. Mach ich. Danke, Frau Wetting. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Was ist nun mit Ihrem Mordgeständnis? Ich habe Katrin gefunden, im Auto. Tot. Der Wacholderschnaps, das Glas, die kleine Giftflasche, hat alles im Auto gelegen. Klarer Fall, Selbstmord. Ich hab's schon gewusst, als ich den Schlauch am Auspuff gesehen und den Motor gehört habe. Ich habe die Sachen aus dem Auto rausgeholt, weil ich diese Idee gehabt habe, ganz plötzlich wie ein Blitz. Wenn ich die Sachen verschwinden lasse, glauben die, das ist Mord. Und wenn ich denen erzähle, mein Bruder hat mich dafür bezahlt, glauben die mir das auch. Und dann ist er kaputt. Ich habe ihn gehasst wie die Pest. Und alles andere war mir sowieso egal. Und Sie, Frau Dr. Böhm, Sie haben mir auch so etwas wie eine Geschichte erzählt. Eine Giftgeschichte. Jetzt wissen Sie die Wahrheit. Etwas fehlt noch. Sie haben vor 4 Jahren einen Totenschein ausgestellt. Herzversagen. Unsere medizinischen Experten meinen, jedem halbwegs erfahrenen Arzt hätte auffallen müssen, dass es Gift war. Haben Sie Ihren Sohn Peter für einen Giftmörder gehalten? Und haben Sie deshalb einfach so getan, als hätten Sie nichts bemerkt? Muss ich das wirklich beantworten? Oder habe ich das Recht, die Aussage zu verweigern?